Recht herzlich willkommen zur zweiten Folge von City Skylines BGL im Winter-Szenario. Gut, wir sind hier unterwegs und haben hier unten noch Stromprobleme, wie wir sehen. Das müssen wir noch definitiv was dran tun. Das ist schlecht. Jetzt ist die Frage, aber wir könnten noch Windkraft bauen, weil wir waren kurz davor, halt Dingens zu machen. Wie heißt das? Ein Kohlekraftwerk vielleicht, ne? Das ist schwierig, ne? Was wir da machen? Was hat man hier gebaut? Müllabfuhr, ne? Ja, Mülldeponie. Okay, jetzt gibt's hier irgendwie noch Schnee oder was? Ja, Schnee schneit gerade. Das bedeutet, wir kümmern uns erstmal hier drum. Hier ist ja nichts, ne? Und das Geld haben wir für das Kohlekraftwerk auch gerade nicht zusammen, ne? Was kostet der Spaß? 19.000. Das heißt, es gibt noch ein Windkraftwerk und zwar hier erstmal hin. Ne, da ist eigentlich die Leistung vom Wind gar nicht so hoch. Ich glaube, wir machen das mal hier hin. Ja, zack. Und hoffen dann, dass das klappt. Dreht sich. Hier poppen ein paar weg. Aber diese, ja doch, gehen auch weg. Gehen alle weg. Und haben wir jetzt noch 5 über. Ja, 5 haben wir noch über, super. Der Spaß hat 6.000, glaube ich, gekostet. Das heißt, wir kriegen das nicht zusammen, nochmal eins zu bauen, damit der Rest dann auch läuft. Das bedeutet, wir müssen erst Geld einsammeln oder Geld abwarten. 10.000 kostet eine Arztpraxis, die wir dann hier vielleicht irgendwo hinsetzen sollten, ne? Müllabfuhr haben wir da hinten gebaut. Das ist alles gut versorgt. Strom, wir haben weiter ein Stromproblem. 4,8 haben wir jetzt schon. Was kostet 6, ne? Ja. Naja, 1200 noch, ne? Etwas weniger sogar. 1100 noch, sagen wir es so. Müssen wir abwarten. Wir haben aber Zuwachs von Geld. Das läuft. 1000 noch. Ja doch, 1000. 80 kostet, glaube ich, der Unterhalt von so einem Windrad, ne? Ja. Das geht dann. Hier können wir leider nicht ganz hinbauen. Das wäre schön gewesen, ne? So ein bisschen würde ich das auch gerne so auseinanderziehen, einfach aus dem Grunde, weil wir dann besser die Möglichkeit haben, dass das, sag schon, autark Möglichkeiten mehr gibt, falls hier Häuser wegreißen. Dann ist dieses Windrad zum Beispiel mehr dafür. 5,3 noch 700. Ihnen fehlen natürlich Arbeiter, ne? Ja, und wir brauchen Wohnhäuser. Aber wenn wir Wohnhäuser machen, brauchen wir wieder Strom. Also ist Kopf wie gesprungen, ne? Wir können ja mal hier hinten noch Wohnhäuser machen. Ich glaube, wir machen hier welche. Ich glaube, ich mache dieses Werkzeug hier. Machen wir das so. Wie ist denn mit Wasser da? Wasser fehlt da natürlich auch noch, ne? Super. 250 noch rund weg. Der erste kommt und möchte was. 140 noch. Noch ein Haus mehr. 70. Komm schon. Und jetzt ging's schon. 8 minus. So, Wasserleitung. Ich glaube, dies ist der kürzere Weg von hier aus. Baukosten 1.180.
Wow. Soweit geht schon. Hundertsechs. Hundertzweiunddreißig. Zweihundertvierzehn, das dauert noch, bis das Wasser da hinten ankommt. Ja, komm, zack, das Stück auch schon. Ja, geht wieder langsam voran jetzt, ne? Hundertsiebenundzwanzig. Zweihundertsechzig. Brauchen wir. 190 haben wir. Neunundzwanzig. Das Wasser kommt näher. Stromprobleme haben sie da nicht. Kommerz möchte auch wieder ein Grundstück haben. 625 Leute, ich glaube, nächste Stufe waren 800. Dann gibt es wieder einen Batzen Geld, ne? Dann haben wir schon das erste Haus, was Wasser kriegt. Und alle haben Wasser, oder wie sehe ich das? Warten wir es ab. Da unten fahren schon die ersten Autos lang. Und zack, alle haben Wasser. So ist super, oder? Eiswürfelfabrik, super, mitten im Winter. Na dann. Hier haben wir schon Schneeprobleme auf der Straße. Wow. Aber wir haben noch keinen Räumdienst, oder? 635. Die müssen halt alle langsam fahren. Dann klappt's auch. Ist das hier? Müllverbrennungsanlage. Okay. Wasser ist klar. Da ist noch nichts. Wäre auch krass, wenn es so wäre. 19.000 braucht man jetzt für das Kraftwerk da. Oh, Strom, wieder ganz viel Stromprobleme schon. Läuft, oder? Ja, die heizen alle mit Strom wahrscheinlich auch, ne? Das ist das nächste Problem, was wir haben. Nix absreißen hier. Was können wir denn hier noch so machen? Budget. So, ja. Vielleicht sollten wir das mal auf 100% steigern. Dann klappt es auch mit dem Strom wahrscheinlich, oder? Mit dem Wasser. Müssen wir erstmal warten, bis da Wasserprobleme kommen. So, jetzt haben wir hier fehlende Arbeiter. Und wir brauchen Arbeiter. Ich glaube, wir sollten hier weiter dran arbeiten, dass da noch hier erstmal Dingens. Warte mal, das war, ja, wird gefordert. Dann machen wir das da so und so und so und hier vielleicht noch drei oder vier dahin. Passt. Da lassen wir erstmal offen.
Und da sie Arbeiter brauchen, müssen wir natürlich hier auch noch ein paar Häuser mehr machen. Ja, Strom ist gerade kein Problem. Häuser, Dingens werden schon gebaut hier. Shops. Gemischtwarenladen läuft, hier kommen auch zwei hin. Läuft also auch. Hier können wir noch zubauen. Ja, komm, zack. Erledigt. Haben wir es erst. So, die werden jetzt weniger, wie wir sehen. Straße ist schneeglatt und da fährt noch einer mit dem Motorrad. Oder Roller, okay. Läuft. Wir haben bestimmt noch ein Stromproblem, oder? Ja, geht eigentlich gerade. Hier ist gerade so eine Welle. Komisch mit dem Wasser. Hier ist das auch. Okay, aber läuft erstmal. Wir nehmen Geld ein und es läuft. Aber niemand ist zufrieden erstmal. Doch 698 Zufriedene. Also 42 Zufriedene dazu, ne? Bevölkerung 697. Wir müssen aber noch ein paar dazu haben, damit wir die Stufe schaffen, ne? Würdiges Dorf. Und dann haben wir eine winzige Kleinstadt, oder wie ist das? Stadtviertel können wir schon eintragen, okay. Ach so, nee, dann kommt das mit der nächsten Stufe. Ja, dann ist das winzige Dorf, oder wie war das? Würdiges Dorf. Steuern und Darlehen haben wir, Müll, Gesundheitswesen und Bildung. Oh, Bildung ist noch gar nicht eingerichtet, das haben wir ja auch schon hier. Das heißt, wir müssen erstmal gleich die Grundschule machen. Da müssen wir Geld sparen für die Grundschule. Ich glaube, die zaubern wir hier hin. Aber dafür brauchen wir viel Geld. Wie viel Geld war das? Grundschule kostet 10.000. Ja, müssen wir abwarten. Entweder da oder da. Sollen wir nochmal überlegen, ne? 50 Leute fehlen noch. Temperatur geht gerade wieder runter. 10 Grad minus. 11, 12. 14, 15, kalt, gleich ist wieder Strom weg, weil alle mit Strom heizen. Das wird das Problem sein mit dem Strom. Ah, jetzt pendelt sich so bei 19 Grad ein, oder wie sehe ich das? Industrie möchte auch wieder Flächen haben. So, jetzt haben sie auch Flächen. Unterirdische Ebene anschalten, sehr interessant. Ja, Flächen sind da für Gewerbe. Aber wir brauchen eigentlich noch ein paar Wohnhäuser. Das haben wir schon zu. Ich habe aber Angst, dass das da so Dingens gibt, wieder Probleme mit Strom, ne? Aber ein bisschen was müssen wir machen, damit es auch vorangeht. Sonst, wenn keine Leute dazuziehen, dann wird das auch nichts, ne? Darlehen hatten wir. Dieses haben wir schon aufgenommen. In 32 Wochen kostet uns das noch was.
Schule kostet uns nichts. Straßen kosten uns wenig Geld. Steuern ist schon klar. Schule und Arztpraxis fehlt uns dann. 4.000. Mal beides 10.000, ne? Ja. Und 17 Leute nur noch damit war, die nächste Finanzspritze beim Aufstieg kriegen. Geht ja so, ist ja nicht, ne? Kommen wir zäbeln. Noch ein paar hier hin. Gucken wir, dass da noch ein paar einziehen. Ist ja auch noch verlangt, ne? Ah, da ist das würdige Dorf. So, wir kriegen ein neues Gebiet dazu, wenn wir wollen, aber das kostet uns auch wieder Geld. Stadtviertel können wir einrichten. Richtlinien gibt es jetzt. Zweites Darlehen. Spezialisiert für Viertel. Spezialisierung für Werte, Richtlinie für Dienstleistung. Im Notfalldienst gibt es die Polizei, einzigartige Gebäude, Spezialisierung Landwirtschaft, Spezialisierung Forstwirtschaft gibt es. Das müssen wir auf jeden Fall gucken. Und wir haben Stromverbrauch, Wasserverbrauch und Verteilung von Rauchmeldern. Polizeiwache, Feuerwache und ja nochmal zweimal jeweils. Okay, und das Geld fließt in welcher Form? Keine Ahnung, wie viel wir gekriegt haben. Steht das hier irgendwo bei? So, einzigartige Gebäude. Im Wintermarkt gibt es jetzt. Chip, Start, okay. Ja, okay. Momente und Errungenschaften gibt es nicht. Und wir haben wie viel dazu gekriegt? Ich glaube 20.000. Das bedeutet, wir sollten jetzt definitiv die Arztpraxis machen. Die an dieser Stelle jetzt nicht unbedingt sollte, aber da ist. Und dann noch die Schule, die jetzt dann auf dieser Seite Platz finden wird. Und die hat gar nicht so ein großes Einzugsgebiet, oder wie sehe ich das? Das ist ja voll doof. Aber naja, könnte ich alles haben, ne? So, damit ist die Kohle, die da reingekommen ist, gerade schon wieder weg. Jetzt fahren hier lauter Krankenwagen rum, ne? So. Polizei und Feuerwache. Und dann gibt's hier auch Katastrophenschutz. Ja, und hier Viertel, ne? Dann können wir ein Stadtviertel anlegen. Und das können wir dann mal hier so machen. Kann man das auch größer machen? Ja, ne? Ich denke mal, wir zaubern das mal so da gerade hin. Genau so. Und hier machen wir das auch so. Und dann haben wir ein zweites Viertel. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo die Industrie denn so herkommen soll, ne? Die müssen wir hier gerade anzeigen lassen. Okay, da hinten ist Forstwirtschaft. Vielleicht ändern wir hier hinten nochmal eins. Machen wir da Forstwirtschaft hin, ne? Achso, das hört da auf, okay. Frühlingsplatz und Washington-Hügel. Und da machen wir die Forstwirtschaft hin. Wie sieht denn das mit fruchtbares Land und Wald und so? Wo ist denn das fruchtbare Land hier? Achso, das ist da rechts irgendwo. Da haben wir hier noch gar nicht, ne? Forstwirtschaft ist dann da. Okay, dann haben wir halt Forstwirtschaft. Dann würde ich auch sagen, dass wir da irgendwo die Straßen dahin ziehen müssen. Diese hier nämlich. Es ist gerade Nacht, ne?
3200. Kostet dieser Feldweg dahin. Ist verdammt teuer, ne? Dann lassen wir das vielleicht. Das können wir uns ja noch nicht leisten, so wirklich. So, die brauchen noch Arbeiter, sagen sie. Das heißt, wir müssen hier noch was machen. Machen wir so. Und da auch noch mal was. Ja, komm, zack, bis dahin. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir wieder Strom brauchen noch. Würde ich jetzt mal hier mit hinzuschieben. Zack, ein Windrad mehr. Das stört niemanden da. So, dann haben wir Strom da weitergemacht. In der Hoffnung, dass das nicht irgendwo unterbrochen ist. Sieht aber gut aus. So, 91 haben wir nur noch Geld, ne? Aber wir sind auf einem guten Weg. Wann kommt denn das nächste hier? Bei... Würdiges Dorf, aber winzige Kleinstadt bei 1200, okay. Das dauert noch 300. Das ist gerade stark Minus und da hinten brennt. Und wir haben keine Feuerwehr und die können wir uns auch gerade nicht leisten. Das ist die Feuerwehr, ne? Feuerwache, 12.000. Stolzer Preis. Ist halt so. Da kannst du nur sagen, Nachbarn, ihr müsst löschen gehen mit dem Eimer. Oh, krass, guck da hinten. Ist zwar ein bisschen schwierig hier, aber wir haben Polarlichter, ne? Also ich glaube nicht, dass man die da unten im Berchtesgaden sieht. Ich glaube auch nicht, dass man die im hohen Norden sieht. Das wäre ganz was Seltenes, dass man die hier sehen könnte. Muss wahrscheinlich schon verdammt kalt sein. Wenn es im Zusammenhang überhaupt steht. So, gut. Gebäude haben wir. Schule haben wir. 173 Studenten in der Stadt oder Grundschüler. Was macht der Arzt? Patienten 19. Ja, das mit dem Feuer ist jetzt doof, aber das können wir nicht ändern. Das muss von alleine ausgehen. Aber es ist ja Winter, ne? Eigentlich kann das ja nicht so schlimm sein. Ja. 1026, wir sind auf einem guten Weg. Noch 180, aber es ist gerade sogar 3 Personen weniger geworden, aber... 180 noch bis zur nächsten Stadt. Oder bis zum nächsten Ereignis. Gut. Eigentlich sieht's alles gut aus. Wir brauchen aber noch ein bisschen hier Konsum. Können wir hier vielleicht noch ein klein bisschen vergrößern? Würde ich mal sagen. Und hier hinten können wir da auch noch was hinmachen, denke ich. Hier ist bestimmt auch schön mit so einem Ex-Kiosk, ne? Nein, Eck-Kiosk. So, machen wir das mal. Dann sind die glücklich und hier hinten können wir auch noch ein bisschen Industrie erweitern. Oh, die haben Wasserprobleme, das ist schlecht. Da müssen wir uns um Wasser auch noch kümmern. So, 2 Grundstücke weiter geht's dann. So, dann haben wir das auch. Was konnten wir denn hier nochmal festlegen? Agrarindustrie und generische Industrien. Ja, das ist jetzt erstmal alles, ne? Vielleicht sollten wir das so lassen. Oh, das wollte ich aber gar nicht machen, ne? Das ist jetzt doof gelaufen, oder?
Ist das Viertel jetzt so geworden? Das ist auch doof. Ich hätte vielleicht mal nur die Zurücktaste drücken müssen, dann hätte es vielleicht auch geklappt, ne? Also Rechtsklick löscht auch ein Viertel. Doof, aber ist so. Ja, hier ist jetzt da definitiv, ne? Wie sieht's denn hier so aus? Das ist unser Strom. Geht so. Das Wasser geht. Meldung schlecht. Obwohl sie hier gut ist, aber der Rest ist halt schlecht. Müllversorgung ist, glaube ich, okay. Glücklich sieht es einigermaßen aus. Gesundheitswesen funktioniert. Wind ist klar. Traffic haben wir nur auf der Brücke. Verschmutzung ist da oben beim Industriegebiet. Haben wir nichts. Lärmbelastung gibt es überall, bei Windrädern zum Beispiel. Diebstahl ist jetzt nicht so schlimm. Ausgehende Verbindung. Haben wir. Haben wir dann hier Export, Import und sowas? Ja, zwei Leute oder zwei Bereiche sind hier mit Export, Import beschäftigt. Wo ist es jetzt da? Ja. Wie angegossen. Erzprodukte. Und die da? Eiswürfelfabrik. Exportieren auch. Wie angegossen. Das ist jetzt aber komisch, oder? Die Eiswürfelfabrik gehört zu Erzprodukte. Kühlen die irgendwelche Barren oder was? Oder ist das jetzt nur... Ah, Waren werden exportiert. Und hier ist der Import, oder was? Import ist Erzprodukte. Ach so, die brauchen das dann. Alles klar. So, das bedeutet, wir müssen mal in Zukunft darauf achten, dass wir Erz bekommen. Ach so, und das sind die Geschäfte, die brauchen Waren. Okay. Alles klar, die kommen von da. Haben wir geregelt. Das ist auch klar. Wir haben nur Wald in unserem Bereich momentan hier. Sonst nix. Das ist die Freizeit. Die haben wir hier nicht. Das sind die Stadtgebiete der Reihe. Und das ist unser Schneeschiebegedöns. Kreuzung und sowas ist auch klar. Was haben wir hier noch? Tourismus, den wir, denke ich, dann doch eher weniger haben. Gut, ja, hier wird's nicht besser. Da müssen wir dran arbeiten, dass es besser wird. Es sollen auch noch Leute kommen. Das bedeutet, wir machen mal hier noch Dingens hin, Häuser. Denken wir gerade die ganze Zeile hier noch. Und dann müssen wir gucken, wie es wird. Wie viel Geld haben wir? 3,8, das muss auch noch mehr werden, weil wir ja irgendwie wieder Stromversorgung dann noch sicherstellen müssen, ne? Auf dieser Straße gibt es, glaube ich, kein Wasser. Das muss dann auch noch gemacht werden, wenn. Genau so ist es. Wenn wir da was machen, müssen wir da aufpassen. Ja, aber dann würde ich jetzt sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und dann noch gerne Kommentare. Und falls ihr Lust habt, teilt das auf euren Kanälen und wo ihr immer überall rumflücht, damit andere auch noch was mitkriegen, ne, was wir hier machen. Alles klar, bis dann. Tschüss.